super, das wird in 5 Jahren fertig. Was passiert dann bis dahin? Eine informierte Debatte klärt, welche Schritte gehen. Und ich habe heute, ich habe in den letzten Tagen, ich habe mit einem Nerdy Öko-Debatte in der Ecke behandelt. Das ist Sicherheitspolitik, die muss informiert geführt werden. Aber wir haben doch rauszuholen und genauso auch nicht diese Geisterdebatten, die irgendwem... Das ist so interessant, wie da gerade wirklich zwei Welten aufeinander prallen. Ja. Herr von Fritsch und dann Ihre, Ihre Überlegungen, langfristigen Ziele, völlig d'accord. Ihre Antwort, was machen wir in Deutschland, wenn Wladimir Putin uns die 50% Gas, die wir von ihm bekommen, die 30% Öl, die wir von ihm bekommen, die 30% Kohle, die wir von ihm bekommen, morgen abstellt? Was machen wir übermorgen? Was machen wir im Sommer? Was machen wir im Herbst? Darf ich was sagen? Die Frage geht nicht an mich, aber darf ich was sagen? Ist ehrlich gesagt nicht die richtige Frau für diese Antwort. Doch, finde ich schon. Diese Frage muss man der Bundesregierung stellen. Diese Frage muss man doch den Leuten stellen. Gerne ganz kurz.